haben uns überlegt, wir wollen irgendwie ja, eine gemütliche Atmosphäre schaffen hier im Staublau, in dem Künstlerkollektivhaus und haben gedacht, dass so ein Handmade-Markt mal was Schönes wäre. Also auch das, was Oldenburg mal wieder gebrauchen kann, ein bisschen was Alternatives, was Schönes, selbstgemachte Sachen von Oldenburgern für Oldenburger. Ich habe hier mit meinem eigenen Label Mythendinge, was ich jetzt seit einem Jahr habe, biete ich hier von mir selber handgenähte Sachen an. Und zwar mit Fokus auf Kamerazubehör, wie zum Beispiel Kameragurte oder Kamerataschen und weiter auch noch so Hüftbeutel und sowas. Und das ist einerseits, ist das selbst gemacht aus so Upcycling-Sachen, aus alten Jackets oder so. Es ist, oder ich kaufe Möbelstoffe und nähe daraus. Genau. Ich habe schon selbst was gefunden, ja tatsächlich. Ich habe mir diesen Schal hier angeeignet soeben und bin total begeistert, ihn für wenig Geld ja, hier mitnehmen können zu dürfen, weil also, es ist auch einfach, ja, etwas, was man sonst irgendwo kriegt. Also so selbstgemacht ist einfach immer am schönsten. Ich sitze immer so die Abende dran, während mein Freund Fußball guckt und dann nähe ich einfach und es dauert halt, solange es dauert. Also das kommt immer mal drauf an. Ich mache so Haushaltsaccessoires und auch Loopschals, so Wendetaschen, irgendwas Schönes, was den Alltag bunt macht. Das Besondere ist, dass ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen und ganz viele eigene Sachen präsentieren. Und das ist gerade das, was diesen Zauber ausmacht.